Okay, heute ist der 29.04.2017. Ich sitze hier mit Menschen, die mit ihren Wagen angekommen sind letzte Nacht am 28.04. auf dem Prüner Gelände, wo das Möbelkraftgebäude errichtet werden soll eines Tages. Es sind hier so verschiedene Wagen zu sehen, Bauwagen, Zelte, eine Küche, ein paar junge Menschen, die zusammensitzen, sich unterhalten. Und ich habe jetzt hier zwei aus der Gruppe, die mal erzählen wollen, warum sie hier sind. Ja, wir sind die Wagengruppe Brunner Schlagloch. Wir sind hier, um für Freiraum und Wohnraum in Kiel aufmerksam zu machen und wollen damit auf die fehlgeschlagene Stadtpolitik aufmerksam machen und Menschen zusammenführen, vernetzen und für Freiraum kämpfen. Warum seid ihr jetzt genau hier? Ja, also wir sind ja jetzt quasi auf dem Teil dieser ehemaligen Kleingartenanlage Brunner Schlag, der quasi Ausgleichsfläche bleiben soll oder grün bleiben soll, direkt neben der Bebauungsfläche, wo Möbelkraft hin soll. Und für uns ist eben dieser Fakt, dass hier die Kleingartenanlage geräumt wurde und dann zudem auch noch die Bebauungserlaubnis kam, obwohl 49,5% aller KielerInnen dagegen waren, ein Beispiel, wie eben schon gesagt wurde, für fehlgeschlagene Stadtpolitik. Hier wurde eine große lebenswerte Fläche zur Erholung oder Selbstverwirklichung von Menschen zerstört. Und wir sehen das beispielhaft dafür, dass die Stadtpolitik sich nicht an dem Interesse der Menschen, die hier leben, orientiert und wollen dem einen Freiraum entgegensetzen, an dem sich alle Menschen beteiligen können, unabhängig von Kategorien wie Geschlecht, Einkommen, Herkunft und so weiter, an dem sich ausgetauscht werden kann und an dem eben auch alternative Wohnformen aktiv gelebt werden können. Ja, wir sitzen jetzt hier in der Sonne, es ist ganz friedlich, ein paar Menschen sind hier. Was passiert jetzt hier? Beschreib du mal bitte. Ja, also momentan ist es hier total schön, viele Leute sind zu Besuch gekommen und eine Küche, sogenannte Küche für alle, ist gerade am Kochen. Heute Abend soll es ein kleines akustisches Konzert geben und es ist so, dass wir uns auf jeden Fall weiterhin über Menschen kommen, freuen, die hierher kommen und sich beteiligen, Ideen haben, kleine Konzerte zu veranstalten oder sonstiges sich hier einzubringen. Da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn die Menschen vorbeikommen und sich an uns wenden. Und ansonsten achtet auf den Blog, macht Werbung für uns, seid solidarisch, macht euch stark für eure Stadt, setzt euch ein. Ja, schönen Dank.